Und hier jetzt noch ein paar Worte zur Bewertung. Es wird so sein, insgesamt kann man für eine Aufgabe bis zu 20 Punkte erlangen. Da ja jeder seinen eigenen Cupcake gebacken hat, wird es pro Cupcake immer bis zu 5 Punkte geben. Und das Gemeinschaftsbild, das bekommt dann bis zu 10 Punkte. Und liebe Jury, ganz wichtig, immer erst probieren und dann zusammenrechnen. Und wir starten jetzt mit der Verkostung bei Janine und Ralf. So, ihr Lieben. So, wir haben da mal was gebacken. Janine und Ralf, erzählt uns doch etwas über euren Pull-Apart-Oster-Cupcakes. Und zwar ist ganz wichtig, dass man die Cupcakes an sich einfach noch erkennt. Der Ralf hat Heidelbeer. Ich habe Heidelbeeren eingebacken und in der Mitte ist eine Füllung aus Heidelbeeren mit Basilikum. Genau. Und dann habe ich eine französische Buttercreme gemacht für alle. Und du hast? Ich habe ein Pistazien-Cupcake gebacken mit einer Pistazien-Ganache in der Mitte. Das ist ein etwas festerer Cupcake, schmeckt ein bisschen pralinenartig, wie wir finden. Und ja, wir hoffen, dass es euch schmeckt und dass es euch gefällt. Also guten Appetit. Und ich möchte natürlich gerne deine Ostereier noch die erwähnen. Die Kirschtomaten, es sind Ostereier. Wir fanden einfach die Farbe Rot sehr schön, die Farbe der Liebe. So. Passt ja auch irgendwie zum Basilikum vielleicht, deswegen die Tomaten. Richtig, Profi. Ja. Ich hoffe, ich liege nicht falsch. Es soll ein großer Blumenstrauß sein mit einer großen Schleife. Den Strauß kann man auf jeden Fall erkennen. Man kann halt auch wirklich noch die einzelnen Cupcakes erkennen, wo ihr sagt, das war euch wichtig. Und ihr solltet uns ja verschiedene Techniken auch präsentieren. Das heißt, ich habe jetzt einmal die Tülle mit der gespritzten Buttercreme. Dann habe ich hier Fondant, die ausgestochenen Blumen, die ausgestochenen Schmetterlinge. Dazu noch Airbrush zum Anmalen und noch viel Glitzer oben drauf. Beim Spritzen sieht man dann halt immer so schön, ist die Konsistenz von der Buttercreme richtig? Das ist ja wichtig. An den Exemplar sieht man auch, es war wirklich definitiv genug Stand dabei. Da natürlich darauf achten, entweder eine Blüte drauf oder beim nächsten Mal vorher aufhören zu drücken und dann schneller abziehen. Dann habt ihr diese Spitzen nicht. Insgesamt gefällt es mir gut, vielleicht bei der Fondant-Dekoration ein bisschen dünner arbeiten. Ich find's toll, Thema Ostern mit drauf. Also fangen wir mal bei Janine an, würde ich sagen. Das ist immer das Schlimmste. Aussieht. Aber es sieht einzeln schön aus. Beim Anschnitt kann man hier gut die Füllung sehen. Allerdings, was mir auffällt, es fehlt so ein bisschen auch die Porung. Ist ein bisschen fester, ne? Ja. Ist klar. Also da ist, glaube ich, irgendwas falsch gelaufen. Das hat tatsächlich mit dem Cupcake, Muffin, was auch immer, das hat natürlich nicht mehr viel gemein. Pistazie ist geschmacklich auf jeden Fall da. Es war der erste. Ich freue mich auf die Heidelbeere. Also hier sieht man schön den Kern. Man hat auch hier jetzt eine Porung. Definitiv hat er die Struktur tatsächlich von einem Muffin oder von einem Cupcake. Das Luftige, das gehört einfach letztendlich auch zu dem Gebäck mit dazu. Ich finde vor allen Dingen ziemlich cool das mit dem Basilikum. Ordentlich Frucht da drin. Man sieht es jetzt immer noch in Bettys Anschnitt. Der gefällt mir sehr gut. Passt auch zum Ostertisch, ist fruchtig, es ist frisch. Und was mir vor allem auch gefällt, deine Buttercreme hat nicht nur Stand, sondern sie lässt sich auch gut essen, weil sie einen schönen Schmelz hat. Also da gut aufgeschlagen. Vielen Dank. Vielen Dank. Die nächsten Cupcakes kommen von Natalia und Detlef. Unser Osterei haben wir benannt
Ach, du dickes Ei. Ich habe die Geschmacksrichtung Sacherboden und Nougat-Praliné-Füllung und... Und bei mir ist es ein Bananenbrotteig, gefüllt mit Kirschkompott. Wir haben überlegt, was könnten wir anderes nehmen als Buttercreme. Und wir sind ins Risiko gegangen und haben gesagt, okay, wir machen eine Vanille-Amaretto-Sahne-Creme. Und dann dachten wir uns so, eigentlich muss das so ein bisschen so aussehen wie bei einer Kinder-Osterparty im Garten, wo alle Kids nur darauf warten, dass sie endlich reingreifen können. Und danach sieht es nur noch aus wie Chaos. Genau. Also als erstes die Eiform ist zu erkennen. Und schreiben mit der Spritztülle ist wirklich noch mal eine Schwierigkeit mehr, da saubere Buchstaben hinzubekommen. Und ich finde, es ist wirklich eine sehr schöne Schrift geworden und auch den Hasen clever gelöst, weil so brauche ich kein Gesicht modellieren. Mir gefällt eure Präsentation wirklich sehr gut. Danke. Dankeschön. Ich kann mich da Betty tatsächlich nur anschließen. Mir gefällt auch das Farbmuster, was ihr oben drauf gewählt hat. Auch bei euch ist es ja ein bisschen pastelliger. Tipptopp. Schön, danke. Ich reiß mal weg. Ist mach das mal, für dich in Ordnung? Mach mal. Also ich würde sagen, sieht gut aus. Bananenbrot ist jetzt ja nicht so diese typische Cupcake-Struktur, sondern ein bisschen fester von der Struktur. Das sieht man auch oben drauf. Die Creme, also der Anschnitt, gefällt mir auch hier sehr gut. Christian ist so ernst, Scheiße. Ernst hat nichts zu sagen. Pokerface. Dieser Bananenbrot-Cupcake, das ist tatsächlich richtig Aroma. Das ist in der Kombination mit der Kirsche, muss ich sagen, es ist wirklich sensationell vom Essen her. Und ich finde auch gut, dass ihr obendrauf mal keine Buttercreme gewählt habt, weil dieses Cremige von dem Topping verbindet sich tatsächlich gut mit diesem saftigen Bananenbrot und gleichzeitig auch mit den Kirschen. Also das ist eine gute Kombination von oben wie von unten. Ich kann mich nur anschließen, auch die Struktur vom Bananenbrot ist da. Die ist sehr schön saftig, es lässt sich sehr gut essen. Es passt für mich auf jeden Fall auf den Ostertisch. Es ist eine schöne Porung, es ist relativ locker. Es riecht sehr intensiv nach Schokolade. Ich bohre mich mal durch. Super schön Sacher, also Schokolade pur, obendrauf mit der Praline-Masse. Noch so was ganz leicht Kristallines, was dann am Gaumen so ein bisschen zaubert. Also, da ich hier auf Schokolade stehe, ist auch die zweite Kombination ist sehr gelungen. Ich habe ein Stück nur unten vom Boden genommen, also nur von der Teigmasse. Und da wäre es mir zu trocken gewesen. Aber dadurch, dass ich jetzt oben diese Sahne habe und eine Sachertorte kriegt man ja auch mal mit etwas Schlagobers, passt da wieder die Kombination. Aber es ist für mich bloß nicht hundertprozentig Ostern. Also da hätte ich mir tatsächlich noch so ein bisschen was Frischeres gewünscht für den Ostertisch. Vielen Dank. Vielen Dank. Es gab zwei Muffins, einer von Jürgen mit Schokolade und Explosion von Himbeermarmelade drin. Meiner war Vanille, ein bisschen leichter, fluffiger und Pistazienfüllung, ganz cremige Pistazienfüllung. Obendrauf haben wir auch Vanillecreme, deswegen das ist auch eine Geschmacksexplosion. Und Leute vom Fach, wie ihr seid, wissen und können das ja erkennen, dass man für so eine Torte weit mehr als 2,5 Stunden eigentlich braucht. Aber durch unser unbändigen Willen haben wir es geschafft, diese Torte in 2,5 Stunden zu erschaffen. Ich glaube, du musst jetzt aufhören zu reden, weil ansonsten kippt die Janine gleich vom Stuhl. Das verstehe ich nicht. Ja. Ich versuche schon bei mir auch Scheiße Gold zu machen. Janine, ich kann das auch verstehen. Auch unsere Mitstreiter haben natürlich erkannt, mit was für einer hohen Intensität wir hier gearbeitet haben. Und da würde mir, wenn ich Janine wäre, auch die Tränen kommen. Wenn man sieht, was man eigentlich in 2,5 Stunden schaffen könnte.
erinnert mich so ein bisschen mehr an so eine klassische Bonbonniere eigentlich aus den 50er Jahren, auch gerade durch diese Schleife, auch von der Farbigkeit. Die Farbigkeit finde ich sehr gut getroffen, gerade so zu Ostern. Man kann die Rosen erkennen, man kann diese anderen Blüten auch erkennen, mit dieser Mitte auch noch drin, dazu die Blätter. Farblich gefällt mir das auch sehr gut. Ja, wir wollten uns halt nicht so leicht machen. Der Ralf springt gleich mit dem Hintern in euer Ei. Das sag ich. Nee. So, Christian. Ja, ich fasse mich kurz, bevor du noch mehr Superlativen auspackst, wie toll du eigentlich bist. Sehr, sehr schön gearbeitet. Sehr, sehr schön gearbeitet. Oh. Sie haben hier einen Kern, den man gut sehen kann. Die Porung ist auch definitiv da. So fluffig hast du sie gemacht. Sehr luftig. Mhm. Sehr, sehr luftig. Ja, wir wollten euch nicht so hartes Zeug präsentieren. Also das Verhältnis hier, ne? Das ist natürlich sehr, sehr viel Buttercreme. Allerdings, und jetzt kommt das Positive, wenn der Buttercreme wirklich auf diese Konsistenz geschlagen worden ist, dass es obendrauf so glänzt und dann so cremig runtergeht, dann habt ihr rein vom Handwerklichen her alles richtig gemacht, dass man auch da quasi 500 Gramm Buttercreme essen kann. Jetzt kommen wir aber zu dem essentiellen Part. Der essentielle Part war ja quasi dieser Schokoladenmuffin mit der, wie habt ihr es genannt, Himbeerexplosion. es ist tatsächlich so. Also geschmacklich kann ich da aber nichts aussetzen. Ich hätte mir tatsächlich bei dem Cupcake ein bisschen mehr eine etwas festere Konsistenz gewünscht. Bei der Buttercreme, die kann man auch gut essen, ob man so viel essen möchte. Sei dann aber dahingestellt, aber geschmacklich gefällt er mir gut. Was auffällt bei dir, der Teig, schön luftig, schön aufgegangen, allerdings ein bisschen kompakter als bei Jürgen. Das, was wir ja gerade eigentlich auch wollten. Genau, für jeden ist für jeden etwas dabei. Ich finde beide Kontraste ziemlich cool, weil das ja war ja auch eine Aufgabenstellung, dass sie sich auch geschmacklich quasi sehr unterscheiden müssen. Ist hier sehr gut gelungen. Pistazie ist ganz leicht da. Mein persönlicher Favorit bleibt nach wie vor die Himbeerexplosion. Sie ergänzen sich halt beide sehr gut. Vielleicht hätte ich mir auch ein bisschen mehr von der Pistazie tatsächlich noch gewünscht. Aber die Konsistenz von deinem Cupcake gefällt mir sehr gut. Dankeschön. Vielen Dank. Da merkt man, dass die beiden vom Fach sind. Man soll nicht übertreiben.